Studiumgeräusch sind, ist die Erfüllung eines lebenslangen Traums. Mein eigenes Studio, in dem ich jeden Tag so lange trainieren kann, wie ich will. Larry Stink! Aber sich diese Masse an schlaffen Muskeln und schwappigem Fett anzusehen, ist ehrlich gesagt unschön. Deswegen eröffne ich mein Sportstudio für alle hier in Bikini Bottom. Strafe und form uns nach deinem Ebenbild. Mann, ich hab wirklich genau den richtigen Job. Die Tür öffnet sich automatisch. Du musst nur auf die Matte treten. Oh. So geht's. Ah, danke, Larry. Entschuldige, ich bin gerade am Trainieren und ich frage mich, ist das hier normal? Sogar deine Krämpfe haben Krämpfe. Du musst meine erste Grundregel befolgen. Immer genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Hey, Larry, glaubst du, ich werde auch irgendwann so stark wie du? Natürlich. Ich wäre ja ein schlechter Fitnesstrainer, wenn ich nicht so einen mickrigen, schwammigen Brocken wie dich fit machen könnte. Schwammig. Ich mach dich zu meiner ganz persönlichen Angelegenheit, nachdem du die lebenslange Mitgliedschaft abgeschlossen hast. Ich bin bereit. Und vergiss eins nicht. Du musst immer den Flüssigkeitsverlust ausgleichen. Ja, Trainer. Guck mal, ich sorge für Flüssigkeitszufuhr und zwar ohne Ende. Ja, ich glaube, ich habe noch eine andere Idee. Kommst du mal mit? Ja. Sieh's dir an. Hier bringe ich morgen früh als allererstes meinen Trainingskurs in Schwung. Ich bin dabei. Das will ich von dir hören und deshalb fange ich mit dir noch früher an. Tu mal was für deinen Bauch. Ich will in deinem Mund nichts anderes sehen als diese Wasserflasche. Denn was habe ich dir gesagt? Immer genug trinken, klar? Jetzt zeige ich dir, was du für deinen Bauch tun kannst. Ja, 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 ja. Oh, ich glaube, das kann ich. Das mache ich immer, wenn ich lache. Nur, dass ich es jetzt auf dem Rücken mache. Kannst du das denn auch, ohne zu lachen? Ich will dich nicht anlügen. Wahrscheinlich nicht. Larry? Oh, Fisch, Larry, du lässt dich ganz schön hängen. Mit all diesem Papierkram habe ich überhaupt keine Zeit mehr zu trainieren. Ich brauche meine Muskeln nur noch zum Abheften und Lochen. Aber ich komme schon wieder in Form. Wart's ab. Na klar, Larry, ganz sicher sogar. Sei mal ehrlich und sag mir die Wahrheit. Hab ich einen Hängebauch? Ach nein, das ist eher ein raustrainiertes Töpfchen. Wir sehen uns dann im Trainingskurs. Vielleicht. Ach, er kommt sicher noch. Nur keine Angst. Larry hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Er hat mir beigebracht, genau dasselbe zu tun wie sonst auch. Aber auf dem Rücken. Lachen auf dem Rücken. Laufen auf dem Rücken. Und nicht vergessen, immer genug trinken, klar? Damit ihr auf keinen Fall austrocknet. Hoffentlich geht's Larry gut. Aber während wir warten, können wir doch ein bisschen auf dem Rücken Fahrrad fahren. Du wolltest mich sprechen, Chef? Ja. Pass auf, du bist ja ganz offensichtlich inzwischen das Alpha-Männchen hier und ich bin ja nur noch die Schale meiner selbst. Ich kann dich gut verstehen. Ich will auch nur zurück in die krosse Krabbe. Du musst für mich übernehmen. Du bist nämlich der geborene Anführer. Mach du ab sofort alles, was Spaß macht, während ich hier am Empfang rumsitze und immer fetter und blasser werde, bis ich draufgehe. Das klingt klasse. Ach, Larry, sieh mich doch nur an. Ich bin zu groß, um richtig Burger zu braten. Das macht mich ganz traurig. Komm her und gib mir eine freundschaftliche Umarmung. Du meinst Kumpelknuddel? So möchte ich das lieber nicht nennen. Umarmen wir uns auf unser neues Leben, auf unser furchtbares neues Leben. Oh, was ist da passiert? Ja, mein Freund, du warst einfach überhydriert. Das waren keine richtigen Muskeln, das waren nur Wassermuskeln. Hey, dein Kumpelknuddeln war so super stark, dass du alles Wasser aus mir rausgequetscht hast. Sag dieses Wort nicht. Kumpelknuddeln. Weißt du was? Auf dem Rücken lachen war genau das, was ich gebraucht habe. Du bist doch ein ziemlich guter Fitnesstrainer. Königskrabbe, dein Gelächter kann einem wirklich ganz schön auf den Nerv gehen.